Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 25. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession. Andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, dass die Scheinbewegung, die Sonne, Bewegung, Mond und die Bewegung, die Planeten, anderes sind und die platzieren anderes als im westlichen Horoskop. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Waagengeborenen ein Aufstieg, sich präsentieren, zeigen, diese Bedürfnis wahrgenommen werden und bedeutet auch mehr Klarheit und Wahrheit. Im selben Moment geht die Tierkreiszeichen wieder in Westhorizont unten und symbolisiert ein wichtiges Thema. Das ist Liebe, Partnerschaft, spiegelt etwas Besonderes für die Waagengeborenen. Also hier ist die Sonnenbewegung bzw. die scheinbare Bewegung, die Sonne, weil die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung aus der Erde aus gesehen, scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder. Vollmond ist vorbei und hat die abnehmende Mondphase begonnen. Diese abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas beginnen, was abnehmen soll. Wie zum Beispiel abnehmen oder trennen von etwas, loslassen oder kündigen, alles, was weniger sein soll. Aber sollen wir bei diesem Beginn, bei diesem Start immer die Tagesenergie auch berücksichtigen, weil es gibt immer wieder Tage, wo Spannung da ist, und ist nicht der richtige Augenblick damit zum Starten. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Das ist die männliche Energie und diese männliche Energie setzt etwas in Bewegung. Das ist die Kraft und diese Kraft haben wir Frauen auch. Hier in diesem Platz ist ein gewisser Rückzug, die Ruhe, die eigene Zuhause. Das heißt, die Mars-Energie sucht das eigene Zuhause. Entweder ist dieser Rückzug die Ruhe und in Ruhe liegt die Kraft oder bedeutet, dass wir die Kraft einsetzen in unserer Wohnsituation, entweder ein Umbau oder Renovierung oder eine neue Einrichtung oder Hausbau oder ein Umzug. Da geht die Energie, diese Kraft. Kann auch bedeuten, dass die Männer, weil Mars symbolisiert auch der Mann, dass die Männer Ruhe brauchen, teilweise sind im Rückzug oder planen eine Familiengründung. Merkur bewegt sich im Tierkreiszeichen Waage und löst etwas aus. Das sind die Kommunikationen, die Handlungen, die Termine, die Verträge, Wissen aneignen oder vermitteln. Diese Merkur-Energie unterstützt die Wassermann-Geborenen, unterstützt die Zwillingsgeborenen, auch die Löwengeborenen, auch die Schützengeborenen. Hier hilft bei Skorpiongeborenen und Jungfraugeborenen, spiegelt etwas für die Wiedergeborenen. Und für die Wiedergeborenen bedeutet diese Energie genau zuhören, was der andere meint oder ein Entgegenkommen. Diese Energie macht unsicher die Fischengeborenen und die Stiergeborenen,
Das bedeutet, die Gedanken, soll ich nicht, oh, schreibt er nicht, oh, was soll ich sagen oder soll ich lieber schweigen? Und entsteht eine gewisse Spannung bei den Krebsgeborenen und bei Steinbockgeborenen. Das heißt, eine schlechte Nachricht oder Streit kann auch bedeuten, dass sie warten auf einen Vertrag, warten auf einen Termin oder Nachricht und das kommt mit Verspätung. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und hilft die Skorpiongeborenen, die Finanzen zu verbessern. Aber bei Jupiter-Energie sollen wir aufpassen, weil Jupiter vergrößert alles, dass man nicht überschätzt und zu viel Geld ausgibt. Venus bewegt sich rückläufig in den Tierkreiszeichen Waage und begegnet sich bald mit der Sonne. Das heißt, die scheinbare Bewegung, die Sonne, ist eine Vorwärtsbewegung und Venus bewegt sich rückwärts und sie nähern sich. Und hier ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft und durch die Sonnenenergie natürlich die Klarheit. Etwas klar und deutlich sehen, erkennen und auch etwas klären. Die Wahrheit kommt ins Licht. Saturn bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und die Schützengeborenen ist wichtig, etwas ernst zu nehmen. Bedeutet auch, weil hier befindet sich auch Pluto und Pluto ist die konzentrierte Kraft und Pluto verabschiedet von alles, was Kraft raubt. Und hier mit diesem Saturn-Energie haben die Schützengeborenen die Lernaufgabe überprüfen, die Bekanntenkreis, auch die Verwandtschaft, wer gibt Kraft, wer gibt diese Unterstützung und wer raubt Zeit, Energie und Kraft und das Loslassen davon trennen. Das sind die Themen gerade. Uranus bewegt sich in den Tierkreiszeichen Widder, auch rückläufig sind auch alte Themen, kommen hoch. Und Uranus ist astromedizinisch zu unserem Nervensystem zugeordnet und Mond hat auch einen Einfluss auf die Gefühle. Also nicht wundern, dass die Widdergeborenen gerade nervös sind. Neptun befindet sich in den Tierkreiszeichen Wassermann rückläufig. Das sind auch alte Themen bei Neptun-Energie. Oft Enttäuschungen. Alte Enttäuschungen kommen wieder hoch bei Wassermann geboren. Welche Verbindungen haben wir? Venus, Sonne nähern sich. Und das habe ich erwähnt, mehr Klarheit in die Liebe, Partnerschaft. Sonne hat ein exakten Einfluss auf die karmischen Knoten. Und diese karmischen Knoten, die absteigende Mondknoten, befindet sich im Steinbock, das sind alte karmischen Themen, und die aufsteigende Mondknoten befindet sich im Krebs, das ist ein neuer Weg, neue Erkenntnisse, schicksalhafte Ereignisse. Sonne bestrahlt diese beiden Schnittpunkte, diese beiden Knoten, aktiviert karmischen Themen und beleuchtet das. So kommt es mehr im Vorschein, besonders bei Steinbockgeborenen und bei Krebsgeborenen. Mond hat eine sehr schöne Verbindung zum Neptun. Mond und Neptun-Verbindung, das sind die Gefühle, die Träume, die Sehnsüchte, die Wünsche. Das ist sehr spürbar. Heute ist auch ein Schicksalstag, kommt noch die Lilith-Energie dazu. Unsere Wünsche, Sehnsüchte auch ernst nehmen, wahrnehmen, nicht davonlaufen, nicht zweifeln, nicht aufgeben, sondern genau in diesem Schicksalstag sollen wir unseren Zweifel überwinden, unsere Träume, unsere Visionen als Ziel setzen. Und gerade jetzt brauchen wir die Kraft daran zum Vertrauen. Und das auch Vertrauen. Saturn hat eine sehr schöne Verbindung zum Venus. Liebe, Partnerschaft wird ernst genommen. Da kommt mehr Stabilität, Struktur, besonders bei Schützengeborenen und bei Waagegeborenen.
Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.